Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Problemstellung in diesem Video. Zurzeit habe ich zwei Arbeitsgeräte, mein Notebook und mein Desktop-PC. Den Desktop brauche ich vor allem für Videoschnitt bzw. generell, wenn ich zu Hause arbeite. Mein Notebook verwende ich für Fotobearbeitung bzw. wenn ich in der Universität bin, also nicht hier. Dabei ist wichtig, dass ich einen schnellen Datenaustausch zwischen Notebook und PC brauche. Außerdem muss ich die beiden Systeme backuppen. Meine bisherige Lösung sah wie folgt aus: viele kleine USB-Sticks. Außerdem, mein Backup-Konzept war bisher einmal Desktop, zweimal Desktop für zwei große Datenspeicherplatten und einen Speicher, auf dem das Betriebssystem und die Programme laufen. Und wie gesagt, Datentransfer war teils über USB-Sticks, aber außerdem lief der Datentransfer auch über eine 500 GB Festplatte, die ursprünglich mal für Filme, Videos gedacht war, die nie beschrieben worden sind. Nun wurde das aber zu einer Transferfestplatte umfungiert, weil 500 GB. Und das brachte so einige Probleme mit sich. Die Backup-Lösung war bisher die fürs Notebook auch, dass ich die 500 GB Platte genommen habe und da alles Mögliche draufgezogen habe. Aber sehr unregelmäßig, denn sie war furchtbar langsam, es hat ewig gedauert. Und für meinen Desktop war die Backup-Lösung externe Festplatte Nummer 1, externe Festplatte Nummer 2. Doppelt hält besser. Diese Lösung bereitet sehr viele Stolpersteine, zum Beispiel auf welchem USB-Stick sind welche Dateien drauf, beziehungsweise was ist, wenn mal etwas passiert und das alte Backup hat viele wichtige Fotos nicht mehr dabei. Die Lösung meines Problems befindet sich hier drin. Na, wer weiß es? Es handelt sich um eine kleine externe SSD, in diesem Falle die Samsung Portable SSD T5. Sie ist ziemlich klein, wird mit USB-C angeschlossen, unterstützt, glaube ich, USB 3.1. Zu Deutsch, sie ist echt schnell. Und ich kann sie sowohl an meinem Desktop als auch an meinem Notebook anschließen. Inwieweit ändert das jetzt meinen Workflow so, dass ich sage, ich profitiere wirklich davon? Denn diese kleinen Dinger, wer sie mal gegoogelt hat, weiß, sind echt teuer. Nun ja, ich mache es in der Regel so, wenn ich ein Video schneide, dann drehe ich es über zwei Kameras oder ein bis zwei Kameras. Dann kommen die direkt auf den Desktop oder das Notebook, je nachdem, was ich gerade da habe. Und dann wird direkt ein Abbild dieses Projekts auf der kleinen SSD kopiert, was überhaupt kein Problem mehr ist. In der Regel sind das so 10 bis 20 GB Daten und die sind innerhalb von kürzester Zeit, sprich einer Minute, 2 Minuten, kopiert. Dazu gleich noch ein Ausschnitt. Um zu zeigen, wie krass die Geschwindigkeit dieser kleinen Festplatte ist, ein kleiner Videoausschnitt. Also gut, wir befinden uns auf meinem Desktop und hier habe ich eine De Testdatei. Ein fertig geschnittenes Video. Es hat 2,7 GB, also es ist nicht besonders groß, aber auch nicht besonders klein. Und hier wäre zunächst der erste Test. Ich nehme diesen USB-Stick, das ist ein USB 3.0 oder 3.1-Stick, auf jeden Fall ein, ich sage mal, 0815-Stick für um die 20 Euro. Und hier kopiere ich jetzt die Datei rein. So, wir sehen Schreibgeschwindigkeiten um die 40 Megabyte pro Sekunde. Und wir brauchen ungefähr 1 Minute 15. 1 Minute 15 sind prinzipiell kein Beinbruch. Die Problematik ist nur, meistens sind die Pakete eher 20 GB groß und dann sitze ich hier 10 Minuten bzw. eine Viertelstunde. Ich beschleunige das Ganze mal und dann fahren wir gleich mit der SSD fort. So, jetzt kommt die Samsung T5 dran. Auch wieder hier gleicher USB-Port, USB 3.1-Anschluss am ThinkPad mit Ryzen 5 Prozessor, also relativ flott für ein Notebook. Und jetzt kopieren wir es wieder auf die Festplatte.
Und wir sehen hier jetzt eine Datenübertragungsrate von 250 Megabyte pro Sekunde. Das ist definitiv schneller. Und wir haben jetzt, ich habe jetzt nicht mal fertig geredet und die Kopie ist fertig. Um jetzt auch noch den Lesezugriff zu testen, habe ich jetzt jeweils einen Ordner erstellt, um die Datei mal da rein zu kopieren. Ich bin mir nicht sicher, wie aussagekräftig das noch ist, weil die Datei schon auf dem Rechner ist, aber schauen wir einfach mal. So, wir haben jetzt 330 Megabyte pro Sekunde Schreibrate. Ja, ich schätze, wir haben keine 5 Sekunden gebraucht. Jetzt noch das Gleiche mit dem USB-Stick von SanDisk. Man muss sagen, okay, das klappt jetzt hier auch schon wesentlich schneller. 140 Megabyte pro Sekunde ist definitiv beachtlich. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach eine riesige Workflow-Verbesserung, mit der kleinen SSD zu arbeiten, als mit diesem USB-Stick. Oder generell mit allen USB-Sticks. Das bezieht sich nicht nur auf diese USB-Stick-Marke, sondern ich empfinde die SSD einfach wesentlich schneller als alles andere, was ich bisher als Datenübertragungsmedium verwendet habe. Wie man in dieser kleinen Bildschirmaufnahme hoffentlich sehen konnte, ist die Samsung T5 SSD einfach irrsinnig schnell. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass ich diese SSD auch nutzen kann zum Rendern von Videos für meinen Cache. Zum Schneiden von einem Video erzeuge ich zunächst Cache-Dateien, damit das Programm besser damit arbeiten kann. Die sind gerne mal 50, 60 GB groß und auf meiner kleinen internen Notebook-SSD bzw. meiner inzwischen 7 Jahre alten Desktop-SSD reicht das oft einfach nicht aus, was übrig ist. Und so kann ich einfach den Cache auf die SSD verlegen und ich merke überhaupt keinen Geschwindigkeitsunterschied beim Schneiden. So, Fazit. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich mir die Samsung T5 SSD kaufen soll. Einfach aufgrund des hohen Anschaffungspreises. Ich meine, dieses kleine 500 GB Modell kostet 100 Euro und das ist für Datenspeicher schon eine Menge Geld. Aber ich habe gemerkt, also ich habe auch schon Bilder gelöscht, die ich nicht gezwischenspeichert habe. Also ich habe die Bild- oder Videodateien von der Kamera auf den Rechner, habe was ausselektiert aufgrund der Datengröße, hatte die Datei nicht in den Papierkorb, sondern direkt gelöscht und habe ich sie wieder gebraucht. Sie war weg. Passiert mir nicht, wenn ich die Dateien nochmal, bevor ich irgendwas schneide, auf diesem kleinen Ding hier zwischenspeichere, was einfach beim Zwischenspeichern auf USB-Sticks oder auf meine externe Festplatte, die noch wesentlich langsamer ist, viel zu lange dauert. Somit kann ich wirklich sagen, dass dieses kleine Ding meine Produktivität extrem gesteigert hat. In meinen Augen ist es das Geld vollkommen wert, sofern man einen Verwendungszweck hat. Wie gesagt, wichtig ist auch, dass das Ding sehr robust ist. Es kann mal runterfallen. Sollte es natürlich nicht, aber kann es mal. Und dass es eben, wie gesagt, extrem schnell ist. Wer sich dafür interessiert, es muss nicht unbedingt diese Samsung-Variante sein. Die habe ich nur gewählt, weil die Tests sehr viel Positives darüber sagen. Genauso gibt es auch ein Samsung Pendant, das momentan sogar, ich glaube, 10 Euro günstiger ist. Zu dem Zeitpunkt, wo ich meine gekauft habe, waren sie eben ziemlich gleich auf. Es gibt noch eine Seagate-Variante und eine Western Digital-Variante, also je nach eigener Vorliebe. Ich habe die Samsung genommen, die anderen sind sicherlich auch top. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. PS, ich verlinke euch das kleine Ding auch noch in der Videobeschreibung.